Jetzt ist es dann doch endlich draußen mal so richtig knackig kalt. Da kommt diese Meldung aber sowas von unpassend. Die Gaspreise sind viel zu hoch. Heizen kostet deutlich mehr als nötig. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie der Grünen. Mehr als 1 Milliarde Euro sollen die Kunden zu viel gezahlt haben, weil die Gasversorger niedrigere Einkaufspreise nicht weitergeben. Preisverfall an der Zapfsäule. Mit dem Erdölpreis sanken 2014 auch die Spritpreise erheblich. Anders beim Erdgas. Auch hier fallende Großhandelspreise. Doch der Endkunde hatte bisher fast nichts davon. 2014 sind die Preise, Verbraucherpreise für Gas überhaupt nicht gefallen. Und für 2015 gibt es bisher nur wenige Ankündigungen, die Tarife zu senken. Also insofern bleibt diese Milliarde im Moment noch beim Gashandel und den Stadtwerken. Im Auftrag der Grünen hat Steffen Buchholz den Gasmarkt analysiert. Der letzte milde Winter habe zu einem Überangebot geführt. So ist der Gasgroßhandelspreis anschließend deutlich gesunken. Für den Endverbraucher aber blieb die Rechnung praktisch unverändert. Die Differenz strichen die Versorger ein. Gemessen am Beschaffungspreis hätten Gaskunden eigentlich 8% weniger zahlen müssen. Regionen mit geringerer Anbieterauswahl haben dabei den größten Nachholbedarf. Während in Großstädten der Endkundenpreis bereits leicht nachgegeben hat, stieg er in manchen Flächenstaaten im letzten Jahr sogar noch an. Für die Auftraggeber der Studie Beleg für funktionierenden Wettbewerb. Wer zu viel zahlt, sollte wechseln. Dann sollten Sie entweder im Internet gucken, vergleichen, oder Sie gehen zur Verbraucherzentrale, wenn Ihnen das im Internet zu kompliziert ist. Aber werden Sie durchaus aktiv, denn Sie können eine Menge Geld sparen. Der Branchenverband Energiewirtschaft will die Studie zunächst prüfen. Fallende Preise im kommenden Jahr wolle man aber nicht vorhersagen.